Verzeihung. Findet die Konferenz noch statt? Ja, eine Treppe höher. Danke. Hier ist Inspektor Yanda. Überfall auf die OPEC. Alle sofort auf den Boden! Hinlegen, runter! Ich sagte keine Bewegung! Mein Name ist Carlos. Sie haben sicher von mir gehört. Darüber in die Ecke. Schnell! Hinlegen! Hände hoch! Ganz ruhig! Drehen Sie sich ganz um! Ruhig. Sind Sie Polizist? Ja, ich bin Polizeibeamter. Umdrehen! Los, komm hoch! Runter mit dir! Was ist mit dir? Aufstehen! Los, Jacke drüber! Okay! Hey! Sofort auflegen! Bist du schwerhörig? Hey! Ach schon! Hoch mit dir! Du auch! Hast du nicht gehört? Los, bisschen schneller! Geht schon! Macht schon! Weiter geht's! Weiter geht's! Geh weiter! Und weiter gehen! Schön weiter gehen! Ganz weit! Bleiben Sie ruhig, ganz... Hey! Josef! Ich brauche den Sprengstoff, schnell! Ihr bewegt euch erst wieder, wenn ich es euch sage! Ist das klar? Khalid! Hast du Yamani schon gefunden? Noch nicht. Dr. Hernandez Acosta? Los, hoch, aufstehen. Ich bin auch Venezolaner. Und ich begrüße die Einstellung Ihrer Regierung. Wir stehen auf derselben Seite. Scheich Ahmed Zaki Yamani, höchstpersönlich. Aufstehen! Aufstehen! Alle Mann durchsuchen und alle Waffen abnehmen. Vorsichtig. Halt die Klappe! Steh auf und Hände hoch. Setz dich. Rainer, Huber, hier nach. Schnell, hier lang. Thank you.
Sofort ab! Verschwindet! Ich bin verwundet. Aber wir haben alles unter Kontrolle. Einer der Bullen ist verletzt und die anderen sind geflüchtet. Aber Joseph hält die Stellung. Hab keine Angst. Setz dich her und behalt die Geiseln im Auge, okay? Okay, jetzt hört mal zu. Die Vertreter der neutralen Staaten gehen darüber, auf die linke Seite. Das geht schneller. Die neutralen Länder da drüben hin. Gabun. Nigeria. Was ist denn? Ecuador. Venezuela. Da in die Ecke links. Indonesien. Was ist denn? Komm schon. Und nun die befreundeten Staaten. Da vorn in die rechte Ecke. Also, alle darüber. Irak. Macht schon. Libyen. Kuwait. Und Algerien. Und Ruhe da. Und die anderen. Maul halten. Die übrigen sind Feinde unserer Sache. Und das sind Saudi-Arabien. In die Mitte, schnell. Komm, steh auf, geh. Tut, was er sagt. Kommt her, kommt. Die Emirate. Emirate. In die Mitte. Katar. Katana los. Und Iran. Steh auf! Nicht. Ich weiß nicht, irgendwas ist passiert. Was ist denn los da drin? Einer unserer Kameraden ist verletzt. Das Haus ist voller Terroristen. Jede Verzögerung. Jede Provokation. Jeder unerlaubte Versuch, sich uns zu nähern. Bringt das Leben der Geiseln in Gefahr. Unterzeichnet. Der bewaffnete Arm der arabischen Revolution. Wien, am 21. Dezember 1975. Lesen Sie es nochmal vor. An die österreichische Regierung. Wir haben die Delegierten der OPEC-Konferenz als Geiseln genommen. Wir fordern, dass das beigefügte Kommuniqué innerhalb von 2 Stunden im österreichischen Radio und Fernsehen verlesen wird und dann turnusmäßig alle 2 Stunden. Ferner wird uns ein Bus mit Vorhängen zur Verfügung gestellt, der vor uns den morgen Fenstern. Vorhängen vor den Fenstern. Ein Bus mit Vorhängen vor den Fenstern wird bereitgestellt, der uns morgen früh um 7 zum Wiener Flughafen bringt. Ist hier ein Arzt? Ist hier ein Arzt? Ich bin Arzt. Komm her. Untersucht den Mann. Legen Sie sich bitte hin.
Fahren Sie fort. Wo eine DC-9 mit dreiköpfiger Besatzung bereitsteht, um uns und unsere Geiseln an unseren endgültigen Bestimmungsort zu bringen. Jede Verzögerung, jede Provokation, jeder unerlaubte Versuch, sich uns zu nähern, würde das Leben der Geiseln in Gefahr bringen. Unterzeichnet der bewaffnete Arm der Arabischen Revolution, Wien, 21. Dezember 1975. Hier. Das ist das Kommuniqué. Sie gehen jetzt da raus und übergeben es der Polizei mit diesem Brief. Joseph. Er ist lebensgefährlich verletzt. Er muss sofort operiert werden. Die Zeit drängt. Ist schon gut, ist gut. Ich halte durch. Okay, jetzt können Sie dich nicht identifizieren. Ich will hier bleiben. Du übergibst ihn der Polizei. Die sollen ihn ins Krankenhaus bringen. Dann kommst du wieder zurück. Ich habe dein Wort. Ich komme wieder. Sind Sie eine Geisel? Mein Kampfname ist Angie. Ist das eine Geisel? Machen Sie den Weg frei. Nun gehen Sie schon. Ist er verletzt? Kommen Sie mit. Nicht tun Sie es nicht. Setzen Sie sich. Ich werde Sie nicht töten. Noch nicht. Sie sind ein intelligenter Mann. Und Sie kennen die politischen Gepflogenheiten genauso wie ich. Sie wissen auch, dass wir letzten Endes nichts weiter als Schachfiguren der Geschichte sind. Oder? Ich bin nur ein Soldat. Ich habe kein Zuhause. Ich lebe in einem Zelt. Und mein Auftrag ist es, meine Männer zum Sieg zu führen. Heute unterstehen mir 40 Kommandogruppen rund um die Welt, die bereit sind zu handeln, sobald ich den Befehl dazu erteile. Das sind Männer voller Entschlusskraft, die bereit sind, sich für unsere Sache zu opfern. Für den endgültigen Sieg. Genauso wie ich. Was Sie angeht. Sie sind ein Stratege. Und das Schachbrett, auf dem Sie spielen, ist so groß wie unsere Erde. Und so etwas respektiere ich. Denn genau genommen standen wir beide des Öfteren auf derselben Seite.
auf der Seite des antiimperialistischen Kampfes und auf Seiten Palästinas. Aber bedauerlicherweise stehen wir heute nicht mehr auf derselben Seite. Denn durch die Aufhebung des Ölembargos haben sie Verrat an uns begangen. Sie sympathisieren jetzt mit Washington. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo jeder für seine Taten verantwortlich gemacht wird. Und dieser Zeitpunkt, Scheich Yamani, ist für sie heute gekommen. Heute müssen sie bezahlen. Für die politischen Entscheidungen Saudi-Arabiens. Und sie wissen ja, was Verräter zu erwarten haben. Den Tod. Tja, jetzt beten sie. Wissen Sie, ich will ganz offen zu Ihnen sein. Denn wir sind Männer vom selben Kaliber. Wir wissen genau, dass wenn Österreich nicht bereit ist, unser Ultimatum zu akzeptieren, ich keine Wahl habe. Und ich werde, ohne zu zögern, sie höchstpersönlich exekutieren und da aus dem Fenster werfen. Und ich weiß auch, dass ein Mann von Ihrer Intelligenz mir das nie vorwerfen würde. Denn Sie werden zugeben, dass Ihnen unser Kampf nicht unbekannt ist. Und Sie wissen, dass es ein großer Kampf ist und ein nobler. Wie können Sie so ruhig dasitzen und mir sagen, dass Sie mich exekutieren wollen? Und erwarten, dass ich Ihnen das nicht verüble? Was spielen Sie für ein Spiel? Was erwarten Sie eigentlich von mir? Warum sollte ich Sie unter Druck setzen? Sagen Sie mir, warum ich Sie gerade jetzt unter Druck setzen sollte. Die österreichische Regierung will ich zwingen, damit wir hier weg können, nicht Sie. Die Terroristen haben die Vermittlung des libyschen Botschafters verlangt, Herr Bundeskanzler. Aber der ist leider in Prag. Der Anführer des Kommandos hat einen libyschen Delegierten erschossen. Gaddafi soll außer sich sein. Der irakische Geschäftsträger hat angeboten, ihn zu vertreten. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Wir müssen Zeit gewinnen und Menschenleben retten. Eine DC-9 kann morgen in der Früh starten. Wir werden nichts tun, ohne die betroffenen Staaten zu Rate zu ziehen. Ich habe die Kanzleien kontaktiert. Niemand will sich rühren. Die PLO hat das Kommando offiziell verurteilt. Nur die Algerier wollen uns helfen. Na, dann muss ich mit Präsident Boumediene sprechen. Er erwartet Ihren Anruf. Hier. Wenn Sie an Ihre Familie schreiben wollen. Jetzt wäre Zeit. Danke. Wissen Sie, warum ich mich als Soldat Carlos nenne? Keine Ahnung. Zu Ehren von Präsident Carlos André Pérez. Hm. Hm. Er hat die Ölindustrie verstaatlicht. Und den Bergbau. Ja. Und den Gewinn hat er dann an die Armen verteilt. Er hat erkannt, dass Bildung die wichtigste Waffe der Dritten Welt ist. Er ist ein Revolutionär. Aber seine Methode
unterscheidet sich sehr deutlich von ihrer. Schon möglich. Weil ich mich für den internationalen Kampf entschieden habe. Aber unsere Überzeugung ist die gleiche. Er ist ein Mann des Friedens, der großen Respekt vor einem Menschenleben hat. Den habe ich auch. Ehrenhafte Menschen müssen mich nicht fürchten. Aber die Verräter sollten vor mir Angst haben. Welche Verräter? Das wissen Sie doch. Die Position Venezuelas innerhalb der OPEC ist doch bekannt. Die Aufgabe der Organisation ist zu helfen, damit die dritte Welt gestärkt wird, sich entwickelt und wächst. Aber die Regierung steht auf Seiten der Imperialisten, wird ihr Volk weiter unterdrücken. Aber keine Sorge. Die, die dafür bezahlen werden, sind der Musigar für den Iran und der Mani für Saudi-Arabien. Allen anderen wird nichts passieren. Das Ultimatum läuft gleich ab. Sie wissen, was das für Sie heißt. Die sich als Arm der arabischen Revolution bezeichnende bewaffnete Gruppe, die gegenwärtig in Wien Delegierte zur OPEC-Konferenz als Geiseln gefangen hält, hat nachfolgende Erklärung verfasst. Der österreichische Rundfunk sendet jetzt den deutschen ungekürzten Text der Mitteilung des Arm der arabischen Revolution vom 21. Dezember 1975. Inzwischen dürfte der ganzen Welt bekannt sein, dass sie die Konsequenzen dafür tragen muss, dass die arabische Sache, insbesondere die Palästinenserfrage, mit einem Komplott enormen Ausmaßes zu tun hat, das einzig dem Zweck dient, der zionistischen Existenz auf unserem Grund und Boden Anerkennung zu verschaffen und zur Teilung, Schwächung und zum Streit in unserer arabischen Heimat führen soll. Besonders in der Gegend um die besetzten palästinensischen Gebiete. Ganz im Gegenteil. Carlos hat unwiderlegbare Beweise dafür erbracht, dass er diese Projekte für fundamental und lebensnotwendig hält, und er hört nicht auf, weitere Beweise zu erbringen. Diese Projekte garantieren seine Existenz und dass diese von Dauer ist, sei es durch die ausdrücklichen Erklärungen, die alle zionistischen Persönlichkeiten abgeben, ganz gleich, welchen Kurs sie verfolgen und welcher Partei sie angehören. Sei es vielleicht nimmt er Geld. Handeln. Das kann ich mir nicht vorstellen. Versuchen Sie es. Und fragen Sie, wie viel er will. Das Schaffen von Anreizen okay. für die Besiedlung durch Juden und das Etablieren neuer Strukturen in den Regierungen von Syrien, Gaza und dem Westjordanland. Diese Projekte werden Konsequenzen haben. Für das Bündnis, das zwischen den Amerikanern und den Reaktionären... Übergeben Sie das am Bundeskanzler Kreisky. Das sind die Briefe der Geiseln. Bitten Sie ihn, unsere Forderung zu erfüllen, damit wir Österreich verlassen können. Das ist die einzige Möglichkeit, um ein Blutbad zu vermeiden. Algerien hat angeboten, sie aufzunehmen. Was haben die damit zu tun? Nun ja, sie wollen von ihrer Vermittlung ein wenig profitieren. Beispielsweise bei den Saudis. Ich habe doch sehr deutlich gesagt, dass ich nach Bagdad will. Von Algerien aus wird es einfacher sein, Bagdad oder Aden zu erreichen und dort ihre Mission zu Ende zu bringen. Wenn wir das wollten, ich meine einen Zwischenstopp, dann hätten wir Tripolis bevorzugt, nicht Algier. Wenn das so ist, hätten sie den libyschen Delegierten nicht töten dürfen. Er hat mich attackiert. Der Arzt, der ihren Genossen untersuchen musste, sagt, er sei nicht transportfähig. Das muss aber sein. Die Kugel ist gesplittert. Sie ist durch den Magen gegangen. Bis zum Dickdarm. Es sieht ziemlich schlimm für ihn aus. Das haben wir schon besprochen. Er fliegt mit uns ab. Dann wird er während des Fluges sterben. Tot oder lebendig ist mir egal. Wir sind zusammen gekommen und gehen zusammen. Ich werde die Offiziellen davon in Kenntnis setzen. Ach, noch etwas. Die Brötchen, die Sie gebracht haben, waren mit Schinken. Wir verzichten drauf.
Ich kümmere mich darum. Entschuldigen Sie. Ich bin kein Moslem und habe großen Hunger. Und zwar in Form von Einkreisungen, Strangulierungen, Einschüchterungen, Beobachtung gegen die fortschrittlichen arabischen Regierungen, allen voran Syrien. Glauben Sie nicht, dass das, was die Revolution braucht, Geld ist und keine Leichen? Was wollen Sie damit sagen? Dass Ihre Geiseln mit Sicherheit lebend mehr wert sind als zum Beispiel tot. Wissen Sie was, Dr. Hernandez? Und ich spreche zu Ihnen als Freund. Ich werde sehr gut bezahlt. Ich habe nichts davon, wenn ich diese Hunde am Leben lasse. War das deutlich? Dann essen Sie in Ruhe weiter Ihr Brötchen. Ja. Wurde ein Abkommen mit den Geiselnehmern gefunden? Alle betroffenen Minister sowie deren Staatschefs, die ich persönlich zu Rate gezogen habe, haben die Maßnahmen, die von unserer Seite erfolgt sind, restlos und uneingeschränkt gebilligt und Österreich den Dank ausgesprochen. Gegen die Freilassung der sämtlich in Österreich domizilierten Angestellten der OPEC, also nicht nur die Österreicher, die sich in den Händen der Terroristen befinden, wird dem Kommando ein Flugzeug vom Typ DC-9 zur Verfügung gestellt. Mit welchem Ziel? Algier. Präsident Boumediene hat sich großzügigerweise als Vermittler angeboten, in der Hoffnung, eine dramatische Situation zu lösen und Menschenleben zu retten. Ich möchte ihm dafür im Namen Österreichs danken. Tür aufmachen! Aufmachen! Aus hier! Joseph! Geht jetzt! Haltet euch! Macht schon! Beeilung, Beeilung! Weiter! Ein Krankenwagen bringt Ihren Kameraden direkt zum Flughafen. Ohne ihn werden wir nicht abheben. Ich hoffe, das ist allen klar. Kapiert? Kreisky hat Wort gehalten. Natürlich. Wenn er es nicht getan hätte, wäre das ein Tanz geworden. Das verspreche ich. Nada! Nada! Sehen Sie? Ich habe auch mein Wort gehalten. Die Geiseln sind frei. Hasta la Victoria, siempre! Hör zu und abfahren. Jeder bleibt, wo er jetzt ist. Alles klar. Schneller, schneller! Beeilt euch! Alle aussteigen! Los, raus! Raus hier! Kommt, kommt, kommt! Raus! Weiter, weiter, weiter! Bewegt euch! Einsteigen, aber ein bisschen plötzlich! Herr Minister, ich danke Ihnen im Namen meiner Organisation für die gute Zusammenarbeit mit Österreich und für Ihr Verständnis. Der Ärger ist vorbei. Wir verschwinden. Mein Name ist Carlos. Ich gebe Ihnen von nun an die Anweisungen.
Okay, Carlos. Ich bin der Kapitän, Manfred Pollack. Otto Herold, mein Co-Pilot. Gut. Wir fliegen zunächst nach Algier. Für einen kurzen Zwischenstopp und dann weiter nach Bagdad. Das ist völlig unmöglich. Warum? Das ist zu weit. Nun, dann werden wir in Algier auftanken. Das bringt auch nichts. Die Maschine hat keine entsprechende Reichweite. Ich verstehe nicht. Ich wollte eine DC-9. Das ist eine DC-9, aber ich kann nicht nach Bagdad fliegen. Selbst von Algerien aus wäre es zu weit. Vertauscht die Drähte nicht. Ich hab's ihm schon 10-mal gesagt, aber er vergisst es ständig. Wie ich schon sagte, er schwebt in Lebensgefahr. In Algier wartet bereits ein Krankenwagen auf ihn. Falls er es bis dahin überlebt. Läuft alles wie geplant. Entschuldigen Sie. Würden Sie mir ein Autogramm geben? Da Sie sich für die dritte Welt stark machen, kann ich das wohl tun. Danke. Wie lange werden wir in Algerien bleiben? Höchstens 2 Stunden. Die lesen unser Kommuniqué. Und im Gegenzug lassen wir vielleicht ein paar Geiseln frei. Wissen Sie, mein Gefühl sagt mir, dass Sie ein paar Probleme haben mit den Libyern. Richtig. Falsch. Ich habe den Tower dran. Er will mit Ihnen reden. Okay. Ja. Okay. Danke. Sie sagen, dass wir eine Landeerlaubnis kriegen. In der abgeschlossenen Zone, wo sonst die Präsidentenmaschine parkt. Einverstanden. Sagen Sie, dass wir uns sehr geehrt fühlen. Sie fühlen sich sehr geehrt. Sie sagen, dass Außenminister Abdelaziz Bouteflika ebenfalls anwesend ist, um mit Ihnen über die Freilassung der Geiseln zu verhandeln. Es gibt keine Verhandlung. Wir lassen frei, wenn wir freilassen müssen. Tanken auf und fliegen weiter. Sagen Sie ihm das. Sie sagen, dass Präsident Ouari Boumediene Sie zu einer persönlichen Audienz empfangen wird. Er möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Ist was nicht in Ordnung? Die Algerier haben uns angelogen. Die wollen mit uns über die Freilassung der Geiseln verhandeln. Diese miesen Schweine. Die wollen sich mit den Saudis gutstellen. Sie haben uns ihr Wort gegeben und darauf werden wir uns berufen. Demnächst in Algier landen. Ziehen Sie die Rollos runter und schieben Sie sie unter keinen Umständen wieder hoch. Wir legen einen kurzen Zwischenstopp ein und niemand bewegt sich, es sei denn, wir befehlen es. Niemand nähert sich!
gehen Sie. Vorsicht an der Tür. Wir haben doch gesagt, jeder bleibt, wo er ist. Wenn er nicht umgehend ins Krankenhaus gebracht wird, übernehme ich keine Verantwortung. Bomedin will mich sprechen. Hören wir mal, was er zu sagen hat. Bis dahin trägst du die Verantwortung. Wenn sie angreifen oder ich nicht wiederkomme, weißt du, was zu tun ist. Sie wollen, dass wir alle freilassen. Sie haben Kontakt zu den Saudis. Wegen eines Lösegelds für Yamani. Eine ziemliche Summe. Wir sollten ganz schnell von hier verschwinden. Fliegen wir nach Tripolis. Wir müssen die nicht-arabischen Geiseln freilassen. Irgendwas müssen wir ihnen geben. Sonst lassen sie uns nicht starten. Dann haben wir aber in Libyen nichts mehr anzubieten. Hauen wir ganz schnell ab. Das ist eine Falle. Uns bleibt keine Wahl. Carlos, hätten Sie uns wirklich umgebracht? Jedenfalls wären Sie der Letzte gewesen. Oberst Gaddafi sagt, dass wir in Libyen nicht erwünscht sind. Wir kreisen jetzt seit mehr als einer Stunde über Tripolis. Machen Sie denen klar, dass uns der Treibstoff ausgeht und wir landen müssen. Wir haben keine Wahl. Hören Sie zu. Und hören Sie genau zu. Unsere Tanks sind fast leer. Wenn Sie uns keine Landeerlaubnis geben, gefährden Sie das Leben der Geisel. Ja, Sie riskieren das Leben der Geisel. Bleiben Sie da. Der Kontrolltower erlaubt uns nicht, dass wir uns dem Terminal nähern. Wieso nicht? Ich kann nicht, weil wir keine Erlaubnis haben. Fahr los! Ich habe diese Operation monatelang vorbereitet. Monatelang! Und jetzt vermasseln Sie mir alles, diese blöden Libyer! Also tun Sie was! Khalid! Tower. Euer Exzellenz, tut mir leid,
Aber der Premierminister hat uns jeden Kontakt mit den Terroristen verboten. Aber irgendwas müssen wir tun. Wir haben ihnen die Landeerlaubnis verweigert. Und dennoch sind sie gelandet. Sowas nennt man Pech. Versuchen Sie es nochmal! Sinnlos, Sie antworten nicht. Haben Sie ihnen gesagt, dass wir damit drohen, die Geiseln hinzurichten? Ich sag Ihnen doch, Sie antworten nicht. Sie haben die Erlaubnis, mit denen zu kommunizieren. Aber von libyscher Seite wird niemand mit ihnen reden. Wir wollen mit diesen Kriminellen nichts zu tun haben. Ich bin der österreichische Botschafter. Ich habe Ihnen von meiner Regierung etwas Wichtiges mitzuteilen. Er sagt, die österreichische Regierung verlangt, dass wir die DC-9 zurückgeben. Er sagt, die Maschine sollte uns nur bis Algier bringen und nicht weiter. Sag ihnen, dass sie die Maschine nur wiederkriegen, wenn wir von den Libyern einen Langstreckenjet kriegen, der uns nach Bagdad bringt. Die Libyer wollen mit der Sache nichts zu tun haben. Eher lassen die uns am Ende der Rollbahn krepieren. Sie verlangen, dass wir ihren Minister freilassen und dann verschwinden. Und wohin? Das ist ihnen scheißegal. Du hast mir gesagt, dass sie uns helfen würden. Aber die Situation hat sich geändert. Du hast einen von ihren Leuten umgebracht. Und die Vertreter der neutralen Staaten sind jetzt in Algier. Wir haben nichts, womit wir verhandeln können. Wir können nur auftanken und abhauen. Tunis verweigert uns auch die Landeerlaubnis. Sagen Sie, dass wir trotzdem landen. Sie sagen, wenn wir darauf bestehen, schalten Sie die Landebahnbefeuerung aus. Und das meinen die ernst. Bis Algier reicht unser Treibstoff noch. Aber dann ist Schluss. Wir machen Kehrt und fliegen nach Algier. Ich habe nicht erwartet, Sie schon so bald wiederzusehen. Tut mir leid, Sie um diese Uhrzeit aus dem Bett geholt zu haben. Offensichtlich haben sich in Tripolis die Dinge nicht so entwickelt, wie Sie es sich erhofft haben. Die Libyer haben unsere Sache verraten. Ich glaube nicht, dass Ihre Sache auch die unsere ist. Wollen Sie eine? Nein, vielen Dank. Sie stammen aus Fidel Castros privater Reserve. Unser Pilot ist erschöpft. Und wir können mit dieser Maschine nicht unser Ziel erreichen. Stellen Sie uns einen Langstreckenjet zur Verfügung und Sie hören nie wieder was von uns. Die Saudis sind unsere Verbündeten, wie auch die Iraner. Wir möchten nicht, dass das Leben deren Minister in Gefahr ist. Sie selbst bringen sie in Gefahr, wenn sie unsere Forderungen nicht erfüllen. Wenn die Sache eine tragische Wendung nimmt, steht ihr Leben und das ihrer Leute auf dem Spiel. Sollte Yamani auch nur das Geringste widerfahren, hier in Algerien, dann sterben sie alle. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Sehen Sie die Sache realistisch. Die Saudis üben verdammt viel Druck aus. Kein einziger Staat wird das Risiko eingehen, Ihnen zu helfen. Sie werden nicht nach Bagdad kommen. Was haben Sie denn den Tunesiern anzubieten? Nichts. Und den Libyern, was haben Sie denen zu bieten? Nichts. Ich biete Ihnen eine ehrenhafte Alternative, die Sie vielleicht in einen Sieg verwandeln können.
Ich habe mit Ihnen gestern über eine gewisse Summe gesprochen und ich bin sicher, dass die Saudis diese Summe verdoppeln könnten. Hat Ihre Sache, wer auch immer dahinter steht, die Mittel, um auf 20 Millionen Dollar zu verzichten? Welche Garantie können Sie mir geben? Das Wort des algerischen Staates. Sie haben bewiesen, dass es nichts wert ist. Wäre Ihnen die algerische Bank lieber? Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Eröffnen wir ein Konto auf den Namen Ihrer Organisation. Und dann warten wir auf die Bestätigung der Überweisung. Sowas dauert nur Stunden. Der Name meiner Organisation darf nie erwähnt werden. Dann eben Ihren. Sie werden sich schon mit Wadi Haddad einigen. Er ist uns wohl bekannt. Er ist als Mensch sehr diskret, er mag keine Publicity. Aber eine solche Summe wird ihn ganz sicher nicht kalt lassen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Eine sehr schwierige. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich Demokrat. Also werde ich Ihr Schicksal mit meinen Genossen besprechen. Und über unser Urteil setzen wir Sie dann in Kenntnis. Sie dürfen sich ausruhen gehen. Sie können es gebrauchen. Ich habe einen Langstreckenjet verlangt. Aber sie weigern sich. Und was sagen sie? Sie stürmen die Maschine, wenn wir nicht nachgeben. Und die meinen das bitter ernst. Ja, Mani und Amusega sterben dann auch. Mit uns zusammen. Die Algerier haben ihr Angebot verdoppelt. Sie bieten uns 20 Millionen Dollar für das Leben der Geiseln. Das ist eine Beleidigung! Wir sind Revolutionäre, keine Banditen! Wir nützen der Revolution nur Leben. Ich habe zwei Menschen getötet, aber nicht für Geld! Was willst du dann? Ein Blutbad? Ja! Das käme einem Scheitern gleich! Für uns und für die Sache! Dann tu lieber Scheitern als Schande! Ich habe geschworen, unserer Mission zum Erfolg zu verhelfen. Ich habe mein Wort dafür gegeben. Ich habe bereits alles abgewogen, was dafür und dagegen spricht. Das könnt ihr mir glauben. Und das ist das Beste, was wir erreichen können. Die Organisation kann das Geld gebrauchen und auch uns, um den Kampf fortzuführen. Die Algerier gewähren uns politisches Asyl und eine Villa in den Bergen. Und in zwei Wochen sind wir wieder an der Front. Du willst doch nur deinen Arsch retten! Das ist nicht wahr! Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich habe die Sache geplant und durchgeführt und dich eingesetzt. Aber ich bin Soldat, kein Märtyrer. Du bist ein Verräter, weiter Ich bin nicht. Kein Verräter! Fass mich nicht nochmal an. Wir müssen unbedingt nach Bagdad. Mach die Augen auf, wir haben keine Chance, nach Bagdad zu kommen. Ich habe meine Entscheidung gefällt und die ist endgültig. Sie werden heute Mittag freigelassen. Und warum nicht jetzt gleich? Wenn Sie uns jetzt freilassen, werden Sie besser schlafen und wir auch. Sehr freundlich von Ihnen. Machen Sie sich keine Gedanken um meinen Schlaf. Wir schalten das Licht aus und ziehen die Sichtblenden runter. Sie werden gut schlafen. Ihr Leben ist nicht mehr in Gefahr. Fick dich, Carlos! Fick dich!
freue mich, Sie lebend wiederzusehen. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß die Bemühungen der algerischen Regierung sehr zu schätzen. Danke, ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Aber ich muss gestehen, dass ich nicht immer an den Erfolg geglaubt habe. Ah, Khalid, trinken Sie einen Schluck. Na, wie ist das Leben im Camp? Das Leben im Camp? Ganz okay, ganz okay. Tja, wir kriegen zwar nichts zu essen und ich weiß nicht. Aber es ist okay, ich fühle mich bei den Kämpfern wohl. Die Männer sollen in erster Linie im Camp als Kämpfer ausgebildet werden. Wenn sie nicht zufrieden sind, sollten sie es mir sagen. Sie haben Angst vor ihnen. Soldaten müssen ihren Anführer fürchten. Wirklich? Das sehe ich anders. Angie, so tragisch ist das doch gar nicht. Was? Du weißt genau, dass ich recht habe. Aber Haddad unterstützt uns mit seinem Geld. So schlimm ist das doch gar nicht. Das sind doch mehr Lappalien. Ich dachte, dass du für unsere Sache kämpfen würdest. Tue ich auch. Soldaten führen Befehle aus und setzen ihr Leben ein. Soldaten verhandeln auch niemals mit ihren Geiseln. Und sie handeln auch nicht auf eigene Faust. Ich habe zum Wohle der Organisation gehandelt. Was weißt du schon, was zum Wohle der Organisation ist? Sie haben es mir doch erzählt. Denkst du etwa, ich würde dir alles erzählen? Wer bist du? Du bist nicht besser als die anderen. Du weißt nur das, was du wissen musst. Nicht mehr. Wofür hältst du dich? Ich bin militärischer Befehlshaber für riskante Operationen. Ich habe meine Entscheidungen gefällt auf der Basis dessen, was ich wusste. Und nicht, was ich nicht wusste. Du hast lieber das Geld der Saudis genommen, als deinen Auftrag zu erfüllen. Du hast uns verraten. Und den Preis dafür wirst du zahlen. Welchen Preis? Das wirst du noch früh genug erfahren. Und bis dahin ist es dir untersagt, Aden zu verlassen. Ja.
zu fürchten. Ich mache euch bekannt. Hallo. Ich dachte, Nada wäre bei euch. Sie ist weg. Sie sagte, sie wäre ihren Genossen von der Bewegung 2. Juni sehr viel nützlicher in Europa. Tja. Ist schon gut so. Wir waren bei Wadi Haddad. Wie lautet sein Urteil? Noch hat er sich nicht entschieden. Aber verzeihen wird er dir wohl nicht. Er plant eine neue Operation. Ja. Er sagt, dass er das Scheitern der vergangenen Operation vergessen machen will. Bin ich dabei? Es ist noch zu früh. Dich kennt inzwischen jeder. Er will mich raushaben. Pech. Pech für ihn. Und auch für die palästinensische Revolution. Hör zu, ich bin jetzt für die Sache, wie soll ich sagen? Verantwortlich. Ja, ich bin jetzt für die Mission verantwortlich. Brigitte wird mich unterstützen und Anton kümmert sich um die Logistik. Die Sicherheitschecks bei der El Al sind zu streng. Wir haben uns für einen Air France-Flug entschieden. Was schon bald sein wird. Ist der sauer? Ja. Angie! Komm her, komm! Seht ihr? Wer mit Sprengstoff hantiert, muss auf alles vorbereitet sein. Alles in Ordnung? Ich bin hier, um dir meine Entscheidung mitzuteilen. Sie haben Boni die neue Operation anvertraut. Und Anton. Die sind nicht so gut wie ich. Ja, das weiß ich. Aber sie tun, was ich sage. Und du gehörst von jetzt an nicht mehr zu meiner Gruppe. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Ich habe sehr viel für die palästinensische Sache getan. Du hast vor allem sehr viel für dich getan. Du bist jetzt berühmt. Ein Superstar. Prominenz ist nie sehr scharf darauf, Befehle entgegenzunehmen. Sie brauchen mich. Ich bin gefürchtet. Ihre Partner werden für meinen Namen viel bezahlen. In meiner Gruppe kann ich auf Berühmtheiten verzichten. Auf das Lösegeld von Yamani und Amu Segar haben sie nicht gespuckt. 20 Millionen Dollar sind eine schöne Summe Geld. Ich habe darum gekämpft. Für die Sache der Revolution. Die Revolution kann darauf verzichten. Dieses verdammte Geld stinkt. Ich scheiß auf das Geld, verstehst du? Ich sag dir was, du hast dich von dem Geld der Saudis blenden lassen. Du brauchst Millionen, ja? Dazu musst du dich nur bücken, um sie aufzuheben. Ölgeld gibt hier in Hülle und Fülle. 20 Millionen Dollar. Und die Glaubwürdigkeit unserer Organisation? Wie viel ist sie dir wert? Du willst über Geld sprechen? Willst du über Geld sprechen? Weißt du, wie viel Libyen und der Irak mir bezahlen? Und weißt du, was es kostet, diese Operation vorzubereiten? Bist du dir der politischen Bedeutung bewusst? Der historischen Bedeutung? Und das Risiko wird auf höchster Ebene von allen beteiligten Staaten getragen. 20 Millionen Dollar.
Ich dachte, du hättest wenigstens eine Ahnung von Politik. Ein Gespür. Aber du bist nur ein ganz kleiner Vollstrecker. Und nicht mal ein besonders guter. Sie brauchen Männer wie mich, um eine Operation wie die in Wien durchzuführen. Sie urteilen. Klar, sie verfolgen die Aktion im Fernsehen. Und dann verteilen sie Plus- und Minuspunkte. Wollen Sie die Glaubwürdigkeit der PFLP unter Beweis stellen? Wollen Sie wirklich eine spektakuläre Operation vorbereiten? Lassen Sie mich das machen. Lassen Sie mich das machen. Denn wir beide wissen doch, dass sowohl Anton als auch Boni das nicht können. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich traue dir einfach nicht mehr. Carlos! Diese Entscheidung bleibt ein Geheimnis zwischen uns. Davon muss kein anderer etwas erfahren. Ach, noch was. Was gedenkst du jetzt zu tun? Ich baue meine eigene Organisation auf. Wo? Im Mittleren Osten? Wieso nicht? Da hast du jede Menge Konkurrenz. Versuch's in Lateinamerika. Wäre auch viel besser für dich. Ein Überraschungsangriff, den heute die israelische Armee auf dem Flugplatz von Entebbe in Uganda durchgeführt hat. Kurz vor Mitternacht waren 3 israelische Flugzeuge mit Fallschirmjägern dort gelandet. Auf dem Flugplatz hatten die pro-palästinensischen Entführer 105 Geiseln festgehalten. Alles Passagiere und Besatzungsmitglieder der Air France-Maschine, die vor einer Woche entführt worden war. Der gut vorbereitete Überraschungsangriff dauerte nicht länger als eine Stunde. Bei dem Angriff durch die Infanteristen und Fallschirmjäger kamen alle Mitglieder des palästinensischen Kommandos ums Leben. 105 Geiseln, Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. 2 der Flugzeugentführer sollen ihrer Sache so sicher gewesen sein, dass sie ihre Automatikwaffen noch nicht mal geladen hatten. Fest steht, dass die israelischen Fallschirmjäger und Infanteristen... Sie sagen, ich sei dabei gewesen. Zum Glück war ich das nicht. Die Terroristen waren auf einen derartigen... Du hättest den Wahnsinn verhindert. Ich glaube nicht. Die Israelis sind gut. Der Plan war gut durchdacht und perfekt ausgeführt. Sie haben ihnen keine Chance gelassen. Sie haben es nicht anders verdient. Sie hätten die Juden nicht von den anderen trennen dürfen. Das war Haddads Anweisung. Deutsche unserer Generation, die wieder bereit sind, Juden aufgrund ihrer Rasse hinzurichten. Das macht mich krank. Sie opfern ihr Leben für ihre Sache. Das solltest du respektieren. Das ist nicht meine Revolution. Und wen triffst du jetzt? Ja, diesen Michel da. Und Michel ist Carlos, oder? Das weiß ich nicht. Hey, du weißt doch, wie es läuft. Keine Fragen. Okay. Schön, dich zu sehen. Wie geht's? Setz dich. Können wir hier reden? Ja. Das Gebäude ist nicht verwanzt. Woher weißt du das? Von der Stasi. Arbeitest du für die? Na, ich habe meine Kontakte. Und das kann immer mal nützlich sein, oder? Oder denen von Nutzen sein. Kann ich auch so einen Whisky haben, bitte? Boni wollte es so, dass du der neue Kopf der revolutionären Zellen wirst. Oder was davon übrig ist. Was bedeutet? Nicht viel. Ich kann dir dabei helfen. Und wie? Die Zeiten ändern sich. Haddad ist schwer krank. Und er ist erledigt. Zu viele Fehler, zu viele Misserfolge.
Niemand vertraut dir mehr. Wir müssen nach vorne blicken. Nach neuen Förderern Ausschau halten. Algerien? Nein. Es gibt andere Verbündete. Wen? Verbündete mit Geld. Die bezahlen. Gut bezahlen. Ich brauche Männer. Und dich hätte ich gern mit dabei. Was, ohne Haddad? Ja. Ohne Haddad. Vergiss Haddad. Er schickt 3000 Dollar monatlich an die Revolutionärzellen. Haddad. Arbeitet für Bagdad. Was ich dir vorschlage wäre, mit Bagdad direkt zu arbeiten. Direkt mit den Irakern. Keine Mittelsmänner, keine Verbindungsleute, nichts. Es ist leider so, dass unser Netzwerk überhaupt nicht mehr vorhanden ist, verstehst du? Wir sind handlungsunfähig. Nicht doch. Dann bauen wir es wieder auf. Die meisten von uns sind hinter Gittern oder tot. Selbst Angie ist uns verloren gegangen. Der ist doch jetzt zum Kommando 2. Juni gewechselt, wie du weißt. Ja. Und Nada ist auch bei denen. Ich will von Nada nie mehr was hören. Sie ist ein verrücktes Weibstück. Oh, was? Und sie ist gefährlich. Aber Angie ist ein guter Mann. Einer, den man gebrauchen kann. Meinst du kannst ihn ausfindig machen? Ich kann's mal versuchen. Hey, wer hat dich hergefahren? Hey, keine Panik. Angie, ich bin alleine da. Ich habe keinen Grund für keine Panik. Jetzt weiß niemand, dass ich da bin. Naja, niemand außer deinen Freunden, nicht? Ja. Und ich bin ja noch dein Freund, oder? Keine Ahnung, kommt drauf an. Und du hast den Genossen vom 2. Juni erzählt, dass du deine eigene Gruppe bilden willst? Das habe ich ihnen erzählt, dass sie mich in Ruhe lassen. Das stimmt gar nicht. Die wollten, dass ich in der Schweiz Waffen kaufe, aber ich habe satt. Hm? Ich will das nicht mehr. Das hat mit unserem Kampf nichts mehr zu tun. Ja, Mensch, dann komm doch zu uns. Carlos verlässt Haddad. Ja. Haddad hat ihn rausgeschmissen. Hm. Nein. In Bagdad ist eine neue Regierung. Und die brauchen uns. Und die sind bereit, dafür zu bezahlen. Und die zahlen sehr gut. Aber das Geld der Iraker interessiert mich nicht. Ich habe ja der Scheiße hier mitgemacht, weil ich dachte, dass wir in dem bewaffneten Kampf das kapitalistische System angreifen. Und nicht um Terror zu verbreiten. Verstehst du? Und auch nicht um Söldner von der PFLP oder von Bagdad zu sein. Die PFLP ist immer sehr großzügig zu uns gewesen. Vergiss das nicht. Wir haben ihren Kampf unterstützt und die den unseren. Hm? Das ist dein gutes Recht, an den Scheiß zu glauben, aber das ist vorbei für mich. Du kennst die Regeln. Du musst nach Aden zurück. Du musst den Anweisungen Folge leisten, die man dir da geben wird. Das ist ein Krieg. Und du bist ein Soldat, das weißt du doch. Aber ich gehe nicht nach Aden. Ich bin nicht im Krieg und ich lasse mir auch keine Befehle erteilen. Von niemandem. Aber du weißt zu viel. Namen, Orte, Geheimnisse. Wenn du umfällst, dann bricht hier unser ganzes Netzwerk zusammen. Du weißt, wie es funktioniert. Ich bleibe im Untergrund und werde dafür sorgen, dass du mich vergisst. Fertig aus. Ich glaube nicht, dass Wally Haddad dieses Risiko eingehen wird. Er wird dich töten lassen. Du, wenn das mein Schicksal ist, bitteschön. Angie, die Bullen suchen nach dir. Es hat 2 Tote in Wien gegeben.
Und dein Foto war in jeder Scheißzeitung. Wenn die Bullen dich kriegen, dann bist du dran. Ich bin aber kein Verräter. Weiß ich doch. Aber die Bullen, die haben sehr ausgefallene Methoden. Folter. Drogen. Wenn die wollen, dass du redest, dann wirst du auch reden. Du hast mir gesagt, du bist mein Freund. Und ich vertraue dir. Ich weiß aber auch, dass du mich umbringen wirst, wenn Haddad dir den Befehl erteilt, und zwar ohne jeden Skrupel. Doch. Und genau deshalb gehöre ich nicht mehr zu euch. Und genau deshalb werde ich, wenn du zu dieser Tür raus bist, meinen Krimpel zusammenpacken und verschwinden, und zwar so, dass du mich nicht wiederfindest. Pass mal auf. Weißt du, was da drin ist? Mein Revolver. Und ein Brief, in dem ich meinen Ausstieg aus dem bewaffneten Kampf erkläre. Hast du Namen genannt? Ah. Aber ich sag, was ich weiß. Und ich weiß, dass Attentate auf zwei Verantwortliche der jüdischen Gemeinde vorbereitet werden. Und wenn ich dazu meine Schnauze halte, dann habe ich nie wieder ein ruhiges Gewissen. Bonnie, ne? Bonnie hat in Entebbe die Juden von den anderen getrennt, auf der Rampe, wie in Auschwitz. Dass ich ein Feind des Zionismus bin, das habe ich euch bewiesen. Aber den Antisemitismus, den überlasse ich euch. Ich dachte, du bist allein. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie was zu verzeihen? Nein. Öffnen Sie bitte den Koffer.
Sie alle, die Sie hier versammelt sind, wissen, dass die Sowjetunion ein treuer Verbündeter des palästinensischen Volkes ist. Und auch ein treuer Verbündeter aller Revolutionäre auf der ganzen Welt. Wir leisten finanzielle Unterstützung, senden unsere Berater. Und unsere Soldaten sind bereit, für die Idee der Revolution ihr Leben zu geben. Ich kenne sie alle. Mit einigen von ihnen habe ich schon gearbeitet. Und sie kennen auch mich. Sie wissen, dass die UdSSR immer unerbittlich gegen die Verräter unserer Sache vorgegangen ist. Und für unsere Verräter kann es nur ein Urteil geben: den Tod. Das Oberhaupt des ägyptischen Staates, Anwar Sadat, das wir jahrelang großzügig unterstützt haben und dessen Land ständig von der Arbeit des sowjetischen Volkes profitiert hat, hat sich nun gegen unsere Freundschaft entschieden. Er hat vergessen, dass er in unserer Schuld steht. Er hat sein Land bespuckt, hat es furchtbar erniedrigt und damit die ganze arabische Nation. Alle Revolutionäre und die Untergrundbewegung, die überall für Gerechtigkeit eintritt. Er hat es lieber vorgezogen, vor den imperialistischen Amerikanern zu katzbuckeln und ist damit zu einem Handlanger der zionistischen Eroberer eures heiligen Landes geworden. Und er wird dafür büßen müssen. Und zwar bald. In 3 Monaten. Oder in 6 Monaten. Oder von mir aus auch in einem Jahr. Aber er wird seine Strafe erhalten, das versichere ich Ihnen. Hört zu, liebe Genossen. Wir erklären uns bereit, euch mit jeder finanziellen Hilfe zu unterstützen, damit das Urteil auch vollstreckt werden kann. Auf Wiedersehen. $4 Millionen. Das ist eine ganze Menge. Ich habe nicht die Absicht, arabische Anführer zu liquidieren. Und was ist mit dir? In welchem Geschäft bist du tätig? Im selben Geschäft wie Sie. Tatsächlich? Ja. Da sind nicht viele Klienten. Wie ich dir ja bereits sagte, du wirst Probleme kriegen, wenn du mitmischen willst. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Viel Glück. Allerdings krank. Ich weiß. Nichts übersehen. Er hat nicht mehr sehr viel Zeit. Hat man mir gesagt. Ich hörte, Sie wollen eine eigene Gruppe gründen. Schon möglich. Wenn Wadi nicht mehr weitermacht, wird man zu Ihnen wechseln. Warum? Ich bin kein Araber. Denken Sie an mich. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie werden von einer Dame erwartet. Danke. Johannes Weinrich schickt mich. Er ist Ihr Ehemann? Er ist mein Freund. Ich soll mich mit Ihnen treffen, damit Sie mich beurteilen.
Ja. Mich treffen. Ja. Wir sind den ganzen Tag zusammen. Das liegt ganz in Ihrem Moment. Störe ich vielleicht? Ein Wein? Ist Alkohol nicht verboten? Nicht, wenn man die richtigen Freunde hat. Scheint, als hätten Sie sehr gute Freunde in Bagdad. Ich habe den Mann Gefallen getan. Oder hast du was gegen algerische Weine? Solange es Rotwein ist? Dein Freund Weinrich sagt, du wärst eine super Fälscherin. Das ist richtig. Es hat sich noch nie jemand über meine gefälschten Pässe beschwert. Eine wertvolle Begabung. Das wirst du in Zukunft auch für uns tun. Ich möchte mich gerne auf aktivere Art nützlich machen. Ich habe keine Angst vor der Gefahr. Ich traue Frauen nicht. Die wissen nicht, wie man Ruhe bewahrt. Du scheinst Klischees nicht zu fürchten. Ganz sicher nicht. Ein Funken Wahrheit ist immer dabei. Vor allem, was deutsche Feministinnen angeht. Ah ja, ich muss gestehen, ich bin eine Feministin. Bist du enttäuscht? Ja, sehr sogar. Und was weißt du über deutsche Feministinnen? Na, ich weiß, dass sie sexuell sehr offen sind. Sie schlafen sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Und wenn man ihnen Waffen gibt, weiß man nie, was passiert. Du denkst an Nada. Sie ist zu 14 Jahren Knast verurteilt worden. Da wird sie nicht lange sein. Ich lasse meine Freunde gewöhnlich nicht im Stich. Das heißt dann wohl, du beurteilst mich nach deinen Vorurteilen? Liege ich da falsch? Ich habe meine Tochter verlassen und ich habe mein kleinbürgerliches Leben aufgegeben. Ich will mich ganz dem antiimperialistischen Kampf verschreiben. Ich habe auch gelernt, mit Waffen umzugehen. Und zwar richtig. Eine Tokarev. Total unbrauchbar. Woher hast du die? Von der Stasi? Ich habe keinen Kontakt zur Stasi. Du bist eine Informantin. Und ich weiß, dass ihr logistisch unterstützt werdet. Weinrich hat mir alles erzählt. Du bluffst doch. Nein. Eure Codenamen. Heinrich? Und Kriemhild Schneider? Ich habe gelernt, vor den Männern und Frauen, die an mich herantreten, auf der Hut zu sein. Weißt du warum? Sieh mich an. Weil für meinen Kopf ein hoher Preis gezahlt wird. Für mich geht es dabei um Leben oder Tod. Für dich ist das noch ein Spiel. Ein Spiel? Ja, ein Spiel. Du reist rund um die Welt, überquerst Grenzen mit gefälschten Papieren. Du trägst eine Waffe. Du liebst die Gefahr, ohne dich ihr wirklich auszusetzen. Aber wenn du zu meiner Gruppe gehörst, dann setzt du dein Leben wirklich aufs Spiel. Für eine Operation, die das wert ist, mache ich das auch. Nein, denn du entscheidest nicht, ob eine Operation das wert ist oder nicht. Du nimmst Befehle entgegen, ohne zu diskutieren. Und diese Befehle erteilt wer? Das werde ich sein. Niemand außer mir. So sind die Regeln. Revolutionäre Disziplin.
Bist du bereit, dich dem bedingungslos zu unterwerfen? Ja. Du wirst mich über jeden Kontakt mit der Stasi informieren. Magdalena Kopp reicht mir nicht. Ich will auch Kriemhild Schneider, klar? Sie gehören dir beide. Sicher? Ja. Du machst mich noch betrunken. Du bist es gewohnt, Frauen betrunken zu machen, hm? Das ist schnell gegangen. Bei Leukämie geht es meist schnell zu Ende. Aber Gift wirkt auch schnell. Er ist tot. Friede seine Asche. Aber er war ein Hund. Ihre irakischen Freunde sollen an seinem Tod beteiligt gewesen sein. Die Iraker sind nicht meine Freunde. Wenn er das für sie gearbeitet hat, dann hatte er freie Hand. Mit mir läuft das anders. Die verlangen, dass ich die Befehle ihres Geheimdienstes befolge. Das werde ich nie tun. Vor allem, da die eher mit Abu Nidal arbeiten. Sollten sie aber zu den Irakern stehen, werden die einen Bericht verlangen. Ich mache ihnen ein besseres Angebot. Boumediene ist krank. Zu viel Konkurrenzgerangel. Ich spreche nicht von den Algeriern. Ich spreche von den Syrern. Die Syrer wollten mich mal gefangen nehmen. Wenn ihnen das gelungen wäre, würden wir jetzt dieses Gespräch nicht führen. Weil die mich hingerichtet hätten. Die Dinge haben sich geändert. Der Feind ist Wadi gewesen. Jetzt sind sie daran interessiert, sein internationales Netzwerk in die Finger zu kriegen. Ohne sie geht's nicht. Und im Gegenzug kriege ich was? Geld.
Sie werden unterstützt. Und diplomatische Immunität. Auf welchem Level? Dem höchsten. Seine Informationen sind nicht top aktuell, aber er möchte ein Buch veröffentlichen. Und hier ist ein Auszug daraus. OPEC-Terrorist Klein packt aus. Was sagt er über uns? Tja, das ist etwas verwirrend. Aber wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, ist alles enthalten. Wir hätten ihn eliminieren sollen, als es noch ging. Er hat auch Nada verpfiffen. Er nennt zwar nur ihren Decknamen, aber er sagt, dass sie mit dir in Wien gewesen ist. Er konnte sie nie leiden. Ja, aber jetzt sitzt sie im Knast und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bullen sie identifizieren. Und dann werden sie sie töten, wie sie es mit den RAF-Mitgliedern getan haben. Kann ich dich was fragen? Ja. Hast du was mit Magdalena? Hat sie das gesagt? Sie sagte das, dass sie dich liebt. Und sie möchte dich heiraten. Wir haben darüber gesprochen. Was soll ich tun? Sie sagt, so ist das nun mal. Ich habe keine Wahl. Was wolltest du fragen? Naja, meine Frage ist, was wird jetzt? Wir lassen sie entscheiden, oder? Sie hat das Recht dazu, sie ist ein freier Mensch. Sie hat das Recht, sich zu entscheiden. Du hast keine Wahl. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf dein revolutionäres Engagement aus. Nein. Genosse Oberst, Herr Weinrich. Herr Na, Oberst. Wie geht's, mein Junge? Ganz ausgezeichnet, danke. Darf ich? Da. Oh. Entschuldigung. Ja, aber seit unserem letzten Treffen ist die internationale Lage angespannter geworden denn je. Die Amerikaner haben grünes Licht gegeben für das MX-Missile-Programm. Das wird die UdSSR zwingen, noch mehr Geld in die Verteidigung zu investieren. Was wiederum die sozialistische Wirtschaft vollkommen ausbluten lassen wird. Und das wird zu internationalen Spannungen führen. Gut erkannt, mein Junge. Sie haben recht, was die Absichten der amerikanischen Imperialisten angeht. Aber das wird nur den Willen der UdSSR stärken und die Einheit der sozialistischen Länder festigen, mit der DDR an der Spitze. Ja, trotzdem sind wir der Meinung, der sozialistische Block braucht gerade in diesen Zeiten Stoßtruppen wie die unsere, um an vorderster Front zu kämpfen. Wir tun das für Sie und für die Länder der Dritten Welt, die auf Ihre Befreiung warten. Und deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Wir verfügen über offizielle Kontakte und etablierte Basen in Prag, Budapest und Sofia. Die Sowjets erlauben den Transport unserer Waffenlieferungen durch Ihr Land. Aber wir bräuchten von Ihnen eine offizielle Autorisierung unserer bestehenden Basis in Ost-Berlin. Nur unter der Bedingung, dass keine Aktion auf dem Gebiet der DDR geplant wird. Weder von der Basis aus, noch auf dem Weg dahin. Sind wir uns da einig? Gewiss. Ich überlege es mir. Mein Stellvertreter Mayer folgt, wird Ihnen meine Entscheidung mitteilen. Natürlich genießen Sie unsere volle Sympathie und unsere Freundschaft. Ich danke Ihnen. Mayer folgt. Herr Oberst. Wir haben Informationen erhalten, wonach Sie ein Attentat auf Präsident Sadat planen sollen. Das ist falsch. Wenn Sie es vorhaben sollten, bitte ich Sie davon abzusehen. Das sind haltlose Gerüchte. Sicherlich, mein Junge.
Ich warte bereits 3 Tage. Wenn Sie mit den Syrern arbeiten wollen, dann müssen Sie sich dran gewöhnen. Fühlen Sie sich hier nicht wohl? Ich hoffe, ich verschwende hier nicht meine Zeit. Vertrauen Sie mir. Hallo Ali, wie geht's? Hallo, selbst. Danke. So, sind Sie zufrieden mit unserer Gastfreundschaft? Als ich das letzte Mal hier in Damaskus war, war die Begrüßung weniger freundlich. Wissen Sie, in der damaligen Zeit war unsere Beziehung zu unseren irakischen Verbündeten nicht so gut. Wenn Sie mich damals geschnappt hätten, wäre ich exekutiert worden. Ich sollte von Ihrem Land aus Anschläge durchführen. Das ist wahr. Und jetzt brauchen Sie uns. Nun, ich glaube, dass eher Sie es sind, der uns braucht. Der General erwartet Sie bereits. Sagt mir, dass wir zusammenarbeiten. Warum wählen Sie keine Mitglieder der Haddad-Gruppe? Im Mittleren Osten brauchen wir niemanden. In unserem Dienst sind schon die Besten. Was uns interessiert, ist Europa. Aus welchem Grund? Um uns Respekt zu verschaffen. In den Augen unserer europäischen Freunde. Sie intervenieren im Mittleren Osten, dann sollten wir doch wohl auch in Ihren Ländern intervenieren können, oder? Falls es notwendig wird. Wir haben in etwa 40 Männer in 5 Staaten. Und das Netzwerk der revolutionären Zellen ist voll einsatzfähig. Wir müssen Stützpunkte einrichten. In Berlin, in Budapest und in Bukarest. Und von dort aus haben wir keine Schwierigkeiten zu operieren. Aber wir brauchen einiges an Waffen und Geld. Das geben wir Ihnen gern. Jede Menge. Sie kriegen mehr, als Sie brauchen können. Der Transport dieser Waffen ist aber auch wichtig. Das geschieht unter dem Deckmantel der Diplomatie. Der Transport wird über Moskau gehen. Wir lagern die Waffen in unserer Botschaft in Ost-Berlin. Dann müssen aber KGB und Stasi zustimmen. Das soll nicht Ihr Problem sein. Sie stehen von heute an unter unserem Schutz.